Junge, das kann ich mir überhaupt, das kann ich mir noch niemals merken. Der besucht erstmal einen Graben. Das ist sehr schön. Aber das kann ich mir noch gar nicht merken. Manu. Wow, geil! Aber jetzt hast du einen Ständer, ne Bart? Mhm, läuft bei dir. Na gut, der ist 10 Jahre alt. Aber da ist mit dem Ständer kriegen oder was nicht so viel, aber... Ja gut, es gibt 12-jährige oder 11-jährige Mädchen, die schon schwanger sind. Was schon traurig genug ist, aber... Was? Mit Wiggum? Nö. Wie los? Was macht er denn da? Hä? Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Was heißt hier, mach schon, kriegst du ja was auf die Fräsen, Junge. Ich hab noch eine Misse hier, die ich zu erfüllen habe. Oh Mann, ich hoffe, wir finden den Weg wieder, ne? Ich weiß nämlich nicht genau, wo. Wo ich hin muss. Krieg ich die Karte irgendwie? Nee. Och Mann, ey. Ich hab das Ding, das war eine Form, die... Halt. Da ist noch eine Biene. Biene! Nee? Ups. Naja, wenigstens ein Gag. Den habe ich schon. Was bedeutet der Pfeil überhaupt? Ach, das ist Wiggum. Ach, mit dem soll er reden, ne? Ja, aber ich... Alter, ich will den Zettel da haben, Alter. Da will ich jetzt hin. Münze? Ich will die Münze. Also ich will, nein, die Münze nicht, sondern das, was ich da haben muss. Was ich da haben muss, das glaube ich. Da will ich jetzt auch hin. Ich glaube, hier musste ich lang, ne? Alter. Naja, ich musste hier lang. Ich will jetzt hier nicht... Ich meine, zu Chief Wiggum kommen wir ja hin, das wird ja angezeigt. Das ist ja kein Problem, aber der Zettel, der wird nicht angezeigt. Ich muss hier rum. Ich muss nach oben gucken immer. Naja, hier wollen, mussten wir durch. Irgendwo gab es hier ein Dings. Irgendein Haus. Ich glaube hier, ne? Ich weiß es nicht. Sorry, wenn ich falsch liege, aber... Ich muss hier echt gucken. Ich unbehrlich einfach hochrenne. Die Biene ist jetzt zumindest. Komm her! So. Meine Biene ist ja auf jeden Fall. Ob hier ein Zettel ist, das weiß ich nicht. Also diese Sammelkarten da. Weil ich habe die gesehen. Ich habe die echt gesehen. Ich weiß noch nicht, wo die war. Ich weiß nämlich nicht, wo die war. Ich muss da echt gucken. Da muss ich ein bisschen suchen, ne? Wie gesagt, 90% will ich auf jeden Fall schaffen. Sieht man das von hier, wo ich da hin muss? Nee. Hier ist es auf jeden Fall... Hier ist es auf jeden Fall nicht. Das soll auch durch eine Leiter irgendwie zu erreichen sein. Da oben ist noch was. Nur wie komme ich da hoch? Da muss man auch irgendwie hochkommen. Durch diesen Kackmülleimer sicher nicht. Ich gehe mal hier lang. Ich muss gucken, wo ich hier hinkommen. Also hier, wo ich muss gucken, wo ich hier hin muss. Am besten. Hier unten ist noch was.
Da ist noch ein Dings. Ist da noch ein Gag oder so? Muss ich echt gucken. Ich bin da... Hey, wir haben über 1000. Cool. 1000 Münzen. Hau ab! Wir fetten gerade unsere Haare und unsere Haut ein. Mit Halbfettmargarine? Mit der guten Rama wahrscheinlich. Oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist eine Leiter? Wie soll ich da hoch? Ja, wie soll ich da hochkommen? Nee. Ich weiß wie. Ich bin ja nicht blöd. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Ich bin so müde. Ja, ich stimme dir aufsamsweise mal zu, dass hier ein Grafikfehler da unten in der Ecke. Stimme ich dir aufnahmsweise mal wieder zu, weil nicht weil es abends so spät, nicht weil es jetzt hier abends so spät ist, ist ja nicht, es ist ja nicht abends, es ist ja 9 Uhr morgens, weil ich habe einen Engpass von Parts, deswegen muss ich hier noch ein bisschen was machen. Ich bin bescheuert, wieso fahre ich da nicht ran? Das war die beste Fahrt aller Zeiten. Vor allem das beste Einparkmanöver aller Zeiten. Dann gehen wir mal hier hoch. Wenn das stimmt, dass da eine Karte ist, dann hat er mit der Leiter irgendwie ein bisschen Unrecht. Weil eine Leiter ist es ja nicht, ist es ja eine Treppe. Kamera, du bist die Beste. Diese Kamera, Alter, die ist echt ein Dream. Ah! Cool. Aber eine Treppe war es nicht. Eine Leiter, meine ich. Weil er hat geschrien, das ist eine Leiter. Komm her. Was ist das überhaupt hier? Was hier? Was steht hier überhaupt? Sind das Mäuse eingesperrte? Oder? Weiß nicht. Weiß nicht, was das sein soll hier. Was? Einsammeln macht viel mehr Spaß als lernen. Was habe ich? Was ist das hier? Was sind das, Mäuse? Wollen die gucken einen an? Die gucken einen an, wie gruselig. Egal wie man sich hindreht, einen gucken die an. Alter, ist das gruselig. Egal wo man sich hindreht, die gucken einen an. Alter. Wie gruselig einfach nur. Daneben. Getroffen. Ah, wieso müssen die immer so weit außerhalb fliegen? Weil die Münzen, die... ich bin halt geldgeil, ne? Auch wenn ich durch YouTube nichts verdiene, aber... Was eigentlich schon schade ist, aber... Da werde ich mal nicht rumheulen. Der Spaß jetzt hielt ja dabei. Oh. Oh. Das war gelitten. Was ist das denn? Gucken dem die Schwänze raus? Die Mäuse, die Rattenschwänze, die gucken aus der Mauer. Alter. Hier auch. Deswegen kommt die da nicht raus. Was ist denn das hier? Geht weg! Oh, ich hasse so eine Viecher. Ratten und Spinnen. Na gut, Ratten mag ich jetzt nicht. Ich meine, oh. Von da an sehen die irgendwie süß aus. Oh. Naja. Naja, Ratten mag ich, mögen ist, naja, ist relativ, aber, naja, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, mag ich auf jeden Fall, würde ich mal als Haustier zulegen, aber, naja,
Wenn die nichts haben, die Ratten, dann hätte ich nichts gegen. Aber wenn die irgendwie, was weiß ich, wie viele Krankheiten haben. Ich meine, das ist bei Ratten normal. Wenn die da draußen von draußen kommen oder so, dann ist das ja normal. Aber wenn die jetzt nichts haben oder so, von krankheitsmäßig, würde ich mich jetzt nicht dran stören. Wenn die jetzt im Käfig wären oder so, wäre das für mich okay, aber wäre jetzt nichts Dolles für mich. Siehst du, dann brauchen wir noch eine Karte. Dann haben wir alle. Wie war das überhaupt jetzt? Ich muss mal gucken gerade. Habe ich auf dem bewegenden Zug, habe ich auf dem Dach eines Hauses bei der Gasse in der Nähe des Parks bei dem Krankenhaus. Habe ich das schon? Ach ja, habe ich schon. Auf dem Dach eines habe ich schon. Dann müsste das in einer Gasse bei der bei dem brennenden Haus von dem Feuerwerkswagen. Was? Dort in der Nähe ist auch ein Krusty Burger. Was? Den in der Nähe eines brennenden Hauses? Wird Zeit, dass ich richtig Gas gebe, aber Bart Simpson-Style. Nein, Rontex-Style. Weil der Rontex, der steuert dich ja, lieber Bart. Wow. Wow. Weißt du, einen Pixel hat er nur berührt und dann... Naja, was soll's, was soll's, was soll's, was soll's. Willkommen im neuen Part übrigens, wenn der angefangen hat, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Oh. Ups. Muss ich mal schauen. So. Ja. Quietsch. Quietsch. Noch mal zu Wiggum hin da. Was jetzt unter Fast Unix sagt einfach. Da ist das strange, ne? Moin Junge, was geht? Hey, Wachtelmeister, was ist Wachtelmeister? Los? Hast du's nicht gehört? Hermann ist ausgeraubt worden. Du weißt nicht zufällig, wer es war, oder? Denn wenn du's wüsstest, das wär toll. Oh nein, wo krieg ich denn jetzt ein Radio her? Diese frischen Bremsspuren, die vom Tatort wegführen, könnten ein Hinweis sein. Aber wer weiß das schon? Oh, die Bremsspuren, die hast du wahrscheinlich auch aus der Hose geholt, weil die waren so unangenehm einfach in der Hose. Also eine Bremsspur in der Hose, das ist immer so eine Sache, ne? Das ist immer so. Nein. Gerade bei einer weißen Unterhose kommt das überhaupt nicht gut. Wenn man eine weiße Unterhose hat einfach, dann ist das schon ärgerlich. Ich weiß gar nicht, warum ich mit der Karre hier rumfahre. Ich kann auch den Elektraurus nehmen, der, weil der steuert sich am besten. Wow. Ja, genau, steh erstmal mitten auf der Straße, natürlich. Ist ja logisch. Sich mitten auf der Straße stellen, schön. Und sich auch, wie geht's? Und sich dort auch noch unterhalten. Dich, Freundchen? Ich brauch das Radio, das du dir ausgeliehen hast. Komm nicht in Frage, kleiner Mann. Mit dem Radio werde ich die süßen Mäuse anmachen. Soweit ich weiß, stehen Radio eher auf schnelle Schlitten als auf antike Elektronik. Warum fahren wir nicht um die Wette? Der Sieger bekommt das Radio. Mit deinem Vorschlag bin ich völlig einverstanden. Ja, genau. Gemein. Alter, der hat mich vorangeschoben. Das ist ja geil.
Eigentlich voll beschiss eigentlich. Wenn der mir hinten reinfährt. Autsch. Wenn der mitten reinfährt. Aber. Pff, was soll's? YOLO! Oh, Alter, was ist so. Dieser Verkehr, ey. Dieser Verkehr einfach. Jetzt verliere ich auch noch. Wieso? Du bist doch erster Junge. Check deine Optik. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Ja. So. Was? Nein, das klingt nicht. Das klang eben nicht wie Hitler. Nein. Das. Habt ihr euch vertan? Ups. Alter! Oh. Das habe ich eben nicht mit dem Mund gemacht. Das habe ich. Nein, ich sag das jetzt. So. Nee. Oh oh. Alt. Obwohl, das war gar nicht schlecht. Wie ich jetzt gefahren bin. Hui! Das brennende Haus. Hey, meine Fäden kosten $900. Da brennt was. Da brennt eine Hütte, Junge. Da brennt was. Da brennt was. Wenn hier in der Nähe ein Krusty Burger ist, dann weiß ich, wo das Ding sein soll. Bei der Feuerwehr, warte mal. Warte mal, warte mal. Moment. In einer Gasse bei dem brennenden Haus. Vor dem die Feuerwehrwagen stehen. Okay. In einer Gasse. Ich muss hier gerade mal suchen gerade, weil ich hier gerade in der Nähe bin. Hier ist auch ein Krusty Burger. Okay. Dann werde ich mal den Automaten versohlen. Wo hat ein Automat eigentlich seinen Arsch? Na gut, hinten wahrscheinlich, aber... Obwohl, das müsste ja der Schacht sein, wo die Cola-Dosen rauskommen. Der kackt Cola-Dosen einfach, wenn man Münzen einwirft. Weißt du, so ein Cola-Automat, der hat so ein Verdauungssystem, wo du da Münzen einwirfst, kackt der dir erstmal Cola-Dosen aus. Und der hat eine gesunde Ernährung auf jeden Fall. So. Kann ich hier hoch? Kann ich da hinter? Nee. Soll ja irgendwo in einer Gasse sein. Wenn hier ein Krusty Burger in der Nähe ist, dann... In einer Gasse. Da ist ein Krusty Burger, also muss es hier sein. Das muss auf jeden Fall hier sein. In einer Gasse. Hier ist eine Biene. Hier ist eine Biene auf jeden Fall. Ist da noch eine? Nee, hier ist ein Dings. Elbato. So gut wie jeder andere Ort zum Entgiften. Was? So wie jeder andere Ort zum Entgiften? Was? Erstmal wieder wahllos Cola-Automaten verprügeln. Ja genau, vor einer Polizeistation. Das ist natürlich sehr, sehen ja auch keine Polizisten oder so. Na gut, die meisten Polizisten sind beschäftigt. Kann man hier hochzoomen irgendwie? Nee, klar. Da ist das auf jeden Fall das Gebäude. Es muss hier in der Nähe von einer Seitengasse sein. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo ist, aber ich suche mal. Ist es hier? Könnte hier sein. Das ja! Welcome to my bag. Das ist wie ein Spiel im Spiel. Sammelkarte, Führerschein. Neue Bonusspielstrecke freigeschaltet. Was? Gut, dann haben wir dir schon mal alle Sammelkarten. Das ist schon mal geil. Jetzt können wir uns nur um die Rennen kümmern. Und die Rennen, weiß ich nicht, wo die sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dort weiß ich nicht. Was es mit den Bonusspielstrecken auf sich hat, weiß ich jetzt im Moment nicht.
Ich racker mir hier den Arsch ab. Wo die sind, weiß ich jetzt nicht, aber man kann ja mal. Man kann ja mal schauen einfach, wo die halt sind. Ich bin dann mal ein bisschen aufmerksam, sag ich mal. Wenn ich so unterwegs bin, dann kann ich ja mal gucken. Da habe ich schon mal. So, jetzt brauche ich nur noch eine Satellitenschüssel. Eine Schüssel habe ich hier. Hinterwäldler gesagt. Fahr zum Krusty Burger an der Baustelle. Was? Rock'n'Roll. Nee. Ich dachte, da kriege ich ein Auto oder so, aber das Auto kriege ich ja eher. Ein Auto kriege ich ja erst, wenn ich die Rennen geschafft habe. Was ja auch eigentlich logisch ist, weil dann. Nein. Das war total daneben. Jupp. Sogar sehr daneben. Das ist ein Rennen. Ah, ich hole ein anderes Auto gerade. Was ist hier noch? Eine Biene. Schön. Komm her! Komm her! So. Ich dachte, ich hab die schon. Ja. Naja, den eben nicht. Kisten verprügeln. Ich habe gerade Kisten Dunst verprügelt. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß gar nicht, wer Kisten Dunst ist. Kann ja mal kurz suchen gerade. Moment. Kisten Dunst. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich sag das dauernd und ich weiß nicht mal. Die ist hübsch auf jeden Fall. Wie eine Kiste sieht die gar nicht aus. Die hat zwar im Vorderbau zwei Kisten hängen, aber das ist so eine Minecraft-Brüste einfach. So in Minecraft-Form einfach. So. Ist aber hübsch. Hab nur nicht gesehen, was die macht oder wer das genau ist. Hübsch ist auf jeden Fall. So, weiter. Telefon? Habe ich ein Telefon? Na. Weil ich will ein schnelleres Auto haben. Weil ich weiß nicht, ob das schnell ist, aber das Rennen will ich auf jeden Fall schaffen. Mein Kopf juckt. Meinen dicken Bauch werde ich nie loswerden. Handling ist zwar gut, aber beschleunigen. Tempo. Tempo-Taschentuch. Ja, Tempo. Ja. Der Feuerwehrwagen hat ein Tempo wie Dings. Alter, die Feuerwehr, das wäre geil. Wenn ich die Feuerwehr kriegen würde. Ja, ich meine. Elektraurus ist da besser. Auf jeden Fall. Hallo, hier ist ein kleiner Anhalt. Oh, der Schaden ist aber ziemlich. Der Schaden ist aber ziemlich krass, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nicht so gut, aber da ich sehe ja schon mal einen Schraubenschlüssel. Da fahre ich mal hin gerade. Jupp. Nette Fahrkünste, Mann. Danke, Bart. Hey, Mr. Lisa. Mr. Lisa. Die Mannfrauen dir ein Auto. Na, mach schon. Rennen 3. Kontrollpunkt rennen. Passiere alle Kontrollpunkte und komm als erst ins Ziel. Lass dein Fahrzeug heil. Ja. 5, 5, 5, 4. Wie der mir zählt, ich. Ich meine, gutes Wolf, aber. Ich, nein. Kann ich mal auch irgendwie. Haha. Wenn ich haha sage, oder dann müsste ich das mal irgendwie einbauen, dass
Wie heißt er? Wie der eine das so sagt, so. Weißt du, so. Dann müsste ich das Bild dann einblenden, einfach. Müsste ihn dann einblenden, quasi. Dass der dann auf den zeigt, weißt du. Könnt ihr ja Zukunft machen. Hey, du solltest meinen Staub fressen. Reg dich nicht auf. Dann macht den Staub doch geschmackvoller, dass er ein bisschen besser schmeckt. Die Karre, die ist irgendwie... Irgendwie ist die am Arsch, ich weiß es nicht. Ich brauche eine schnellere Karre einfach. Hey, du bist scheiß Betrüger. Hui, Ben. Alter, was hat der denn für einen getunten Motor, bitte? Der doch einen getunten Motor, ganz ehrlich. Nein! Sei nicht traurig. Doch, ich bin traurig. Fünf, vier. Ja, der Wolf, das ist schon so ein Pappenheimer, weißt du.